Hallo zusammen. Wir sind heute im Stadthaussaal in Wetzikon, wo der Engage-Event stattfinden wird. Wir haben vor einem Monat alle Jugendlichen zwischen 13 und 24 von Wetzikon eine Postkarte geschickt und dazu aufgefordert, sie sollen doch uns sagen, was sie stört in Wetzikon und was sie verändern wollen. Und jetzt heute treffen wir uns heute hier mit ein paar Städteräten und Gemeinderäten und schauen die Anliegen der Jugendlichen an. Das Thema ist politische Partizipation von Jugendlichen. Das Ressort Jugend hat ein Projekt gestartet vor etwa einem halben Jahr. Das Projekt hat zum Ziel, der Frage nachzugehen, wie können wir Kinder und Jugendliche besser am öffentlichen Leben beteiligen, wie können wir sie besser auch beispielsweise so in politische Prozesse einbinden etc. Wie kann Politik auch Anliegen und Wünsche der Jugendlichen besser wahrnehmen? Im Voraus haben alle Wetziker Jugendlichen zwischen 13 und 24 eine Postkarte bekommen. Und alle haben die Möglichkeit gehabt, an einer Umfrage teilzunehmen oder auch Anliegen zu posten. Und jetzt konkret, wir werden ja nachher noch an konkreten Veränderungsmöglichkeiten oder Forderungen schaffen. Und es gibt eben doch mehr als die Hälfte, 52% der jungen Wetzikerinnen und Wetziker, die mehr Möglichkeiten gerne hätten, um sich einzubringen, die Wetziker zu verändern. Es sind 58 Anliegen eingereicht worden, konkrete. Und die sind geordnet nach verschiedenen Themenbereichen. Me duele en el fondo de mi corazón. La herida no ha cerrado todavía. No hay forma ni que pueda olvidarte yo. Lo siento. Ya mi vida, siempre intento olvidarte, y te vuelvo a encontrar, siempre en cada rincón, siempre en cada rincón, y debajo del mar. Si me voy del planeta, tú eres estrella fugaz. Si en las noches yo duermo, en mis sueños tú estás. Y vengo a tu canto y me ahogo en tu cadera, porque tú vuelvas yo daría lo que fuera, porque me quites con tu piel esta condena que me mata y me envenena. Die Jungen, die Umfrage ausgefüllt haben, die sind ja nachher schon auf dieser Engage-Seite, auf dem Engage-Kanal gelandet, wo die Anliegen auch alle drauf sind. Und es wäre uns ein grosses Anliegen, dass man über den Kanal auch über die weiteren Prozesse, über die weitere Entwicklung kann kommunizieren kann, durch das, also dass man das auch dort abbildet. Heute am Morgen bin ich nervös geworden. Weil ich auch auf einmal denke, leck du mir um die Schöpli. Jetzt tun wir hier unsere Politprominenz einladen. Ein Drittel vom Parlament ist da, zwei Stadträte, der Stadtpräsident. Wenn jetzt keine Jugendlichen kommen, oder nur einen oder zwei. Franz Behrens, warum engagiert sich Wetzikon für die Jugend? Ja, weil wir natürlich einerseits in der Jugendarbeit jetzt ein bisschen gemerkt haben, dass die Jugendlichen so in öffentlichen Debatten oder so wie nicht wahrnehmbar sind, oder? Und auf der anderen Seite haben wir gesehen, dass man die Jugend sehr wohl abholen kann. Wir haben seit 2,5 Jahren ein Jugendhaus jetzt in Wetzikon und das ist am Anfang so ein bisschen harzig gelaufen. Und jetzt haben wir einen riesen Erfolg in dem Jugendhaus und dort findet auch ganz ein Haufen Projekte statt. Und dort haben wir einfach gemerkt, wir könnten die Jugendlichen noch viel mehr zur Partizipation, zum gesellschaftlichen Leben in dieser Stadt animieren oder motivieren.
haben ja jetzt heute den ersten Schritt gemacht und ein bisschen Anliegen gesammelt. Seid ihr zufrieden mit den Ideen der Jungen? Ja, also ich bin wirklich positiv überrascht, dass Jugendliche heute hergekommen sind, dass sie auch die Schwellenangst oder die Berührungsängste offenbar gar nicht so gehabt haben. Mit so gestandenen Politikerinnen und Politikern, schon immerhin sogar der Stadtpräsident da gewesen, diskutiert haben, sogar gefeitet haben, argumentiert haben. Das habe ich wirklich total lässig gefunden. Das ist ein guter Ansatz, den ich glaube, so in dieser Richtung kann man jetzt weitermachen. Herr Rüfenacht, warum engagiert sich Wetzika für die Jugend? Ja, die Jugend ist die Zukunft unserer Stadt. Wir haben gehört, über 3000 haben wir angeschrieben. Das ist ein grosser Teil unserer Bevölkerung. Alles, was wir Politiker machen, nützt erst in der Zukunft, also der heutigen Jugend. Darum müssen wir uns für die jungen Leute engagieren. Ja, wir haben jetzt hier an diesem heutigen Anlass den ersten Schritt gemacht und Anliegen vorgestellt von den Jugendlichen. Seid ihr zufrieden mit Ihren Ideen? Ja, ich bin ein bisschen überrascht, dass eigentlich die meisten Ideen sind, wo wir schon lange davon reden. Also sie haben die gleichen Anliegen wie wir auch, wie die anderen Generationen. Das ist auch gut, weil das hilft ja auch allen. Und es sind durchaus realistische Anliegen, die man irgendwann umsetzen kann. Was war denn dein Anliegen für Wetzikon? Mein Anliegen war ein Wasserrutschbahn für die Body in also im Wetzikon. Ja. Und was erhoffst du dir jetzt von diesem Anlass heute? Also, ja, ich hoffe natürlich, dass es die Anliegen ein Erfolg werden und dass es wirklich dann auch umsetzbar ist. Bist du optimistisch? Ja. Es ist sehr gut. Es war ein reger Austausch. Wir haben noch näheren Kontakt mit den Lokalpolitikern können machen, aufbauen. Wir haben rege Diskussionen gehabt, Sachen, die auf uns junge Wetziger wichtig sind. Und das habe ich gut gefunden. Und ich hoffe, dass das jetzt, man darauf aufbauen kann und dass es nicht bei dem einmaligen Anlass bleibt. Du bist auch so optimistisch. Ja, wenn alle jetzt mitmachen und alle so weiter motiviert bleiben, dann kommt das gut. Was erhofft ihr euch von diesem Anlass von heute? Ja, dass jetzt etwas, was wir da zusammen ein bisschen entwickelt haben, dass jetzt einen Schritt weitergeht. Ich hoffe, die sich in die Liste eingetragen haben, haben auch Lust und Zeit, sich für das zu engagieren. Also die Idee war mal ganz breit. Allen mal die Möglichkeit zu geben von Wetzika, allen 13- bis 24-Jährigen mitzureden, mitzudenken. Und darum haben wir das auch ganz breit gestreut. Und die Idee ist, dass dann das alles wie heute so ein bisschen zusammenfliessen kann. Also es wird wieder Treffen geben. Und man hat gerade vorher jetzt auch gesagt, man könnte das dann auch aufmachen, also öffentlich machen. Wir haben das und das Thema, rausgelesen worden ist von diesen vielen Anliegen. Und nochmal ein Aufruf, wer von den Jungen jetzt ganz spezifisch will mitschaffen oder mitdenken. Also es ist jetzt nicht wie eine geschlossene Gruppe, sondern dass man das wieder wie aufmacht. Und dann die Anliegen nach und nach miteinander mit den Jungen zusammen bearbeiten. Also Politiker, die Jungen und aber auch wir von der Verwaltung, also oder auch das Projektteam, das da zusammengestellt worden ist. Und das ist ja recht breit abgestützt, dass wir da einfach dranbleiben. Melanie Eberhardt von engage.ch. Seid ihr zufrieden mit dem Engagement der Jungen? Also ich bin sehr zufrieden mit dem Engagement von den Jungen, die heute hier waren. Sie haben wirklich sehr gute Ideen gehabt, haben sich eingebracht, haben diskutiert und sind den erwachsenen, gestandenen Politikern und Politikerinnen in nichts nachgestanden. Und wie geht es jetzt weiter mit diesen Ideen von den Jungen? Ich habe schon gesehen, dass sich verschiedene Projektgruppen gebildet haben. Wir haben 5 Projektgruppen von engagierten Jugendlichen und auch Politikerinnen und Politiker. Und die werden sich jetzt treffen, austauschen und konkrete Projekte ausarbeiten. So, das war es aus dem Stadthaussaal von Wetzikon. Ich würde sagen, alles in allem sehr gelungenes Event war heute von den Politikern und den Jugendlichen. Und wir sind gespannt, wie es weitergeht mit den Anliegen.